So, moin meine lieben Leute. Diesmal geht es um den Myamagana-Schrein. Dieser befindet sich in der Nähe des Dorfes Hateno, ein Stückchen weiter westlich davon, und wir springen mal direkt ins Geschehen. In diesem Schrein geht es im Grunde genommen darum, dass ihr mit eurem Wii U-Pad oder der Switch den Ball, der dort drüben sozusagen in diesem kleinen Labyrinth sich befindet, durchmanövriert und quasi dann den Ball mit ein bisschen Schwung auf die linke Seite befördert. Ich werde das eben mal für euch zeigen. So, und nun ist der Ball sozusagen in das Loch gerollt und die Tür geht auf. Das ist allerdings noch nicht das Ende. Ihr solltet, weil sich dort eine Kiste befindet, ihr platziert die Plattform ungefähr so, dass ihr halt von der linken Seite rüberspringen könnt, aber auch von der rechten wieder zurückkommt. Deswegen muss die Plattform, die ihr bewegen könnt, etwas unterhalb der sein, wovon ihr dann von links rüberspringt. So sieht das Ganze dann von dieser Perspektive aus. Was ihr dann tun müsst, ist den Weg zurückzugehen, den die Kugel auch zurückgelegt hat, um auf die andere Seite zu springen. Mit ein bisschen Schwung klappt das auch. Dann holt ihr euch die Kiste hier ab und springt mit einem gekonnten Sprung wieder zurück auf die andere Seite. So. Nach der getanen Arbeit könnt ihr euch in Ruhe euer Abzeichen abholen. Weitere Kisten habe ich in diesem Schrein nicht gefunden. Solltet ihr noch was entdeckt haben, könnt ihr mir das gerne in den Kommentaren hinterlassen. Ansonsten hoffe ich, dass ich euch mit meinem kleinen Tutorial wieder ein bisschen weiterhelfen konnte. Hoffe, dass wir uns im nächsten Video sehen. Lasst doch einfach mal ein Like da. Bis dann, euer Sky. Tschüss.